war das? Ach ja. Mhm. Ich sehe halt gar nichts. Weil diese Funzel. Kein Stückchen weiter hilft. Und hier komme ich. Doch hier komme ich durch, aber es nützt nichts. Weil ich eigentlich weiß, was es ist. Die Jungs regen mich so auf und ich habe wieder mal keine Ahnung. Da war ich doch schon überall. Wo soll ich denn hin? Oh, hallo. Du bist immer noch da, ja? Wenn die mal aufhören würden. Und wenn das sich fortbewegen ein bisschen besser funktionieren würde, was wird denn da? Ich kann doch hier gehen. Hallo. Warum? Dankeschön. Das ist nicht logisch. Da war ich. Hier komme ich durch, aber das bringt mir nichts. Ja. Hallo? Was sind wir denn hier? Ist das richtig? Hier waren wir wirklich noch gar nicht, ne? Quatsch, hier fangen wir immer an. Ich kotz gleich. Ich kotz gleich. Halt doch die Fresse. Ich wüsste mal noch mal gern, wo ich hin muss. Und ich würde gerne mal aufhören mit diesem Klatsch, mit der scheiß Lampe. Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll. Ich war gefühlt überall schon. Ja, das wäre auch falsch, oder? Wo soll ich denn jetzt schon wieder hin? Und warum hängt hier alles? Ich mag nicht mehr. Das ist alles Quatsch. Könnt ihr mir bitte mal ganz kurz was zeigen, wo ich hin muss? Ich komme jetzt schon nicht mal mehr in dieses Gebiet, ne? So, jetzt ist nur die Frage. Hier kommt ich diese Art und Weise nicht rüber. Andersrum schon. Jetzt sehe ich wieder überhaupt nichts. Ja. Ich
muss da vorbei. Nee. Dann geh doch, bitte. Das hier ist aber jetzt wirklich mal, oder? Wow. Ja. Hallo? Warum kannst du denn nicht vorbeigehen, wie ein ganz normaler Kerl? Jetzt sind wir wieder hier, oder? Das ist ein anderes. Oder? Ich verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, ich renne im Kreis. Und ich habe das Gefühl, dass die Lampe überhaupt nicht mehr hell macht. Ja, super. Hau ab jetzt. Niemand will was von dir. Wow. Okay, das ist neu. Will ich doch gar nicht. Hallo? Lampe. Oh. Eisenration sagt, die Lieblinge des Leutnants kommen alles, was sie wollen, jetzt holen wir uns auch einfach klammheimlich, was uns zusteht. Korn, Obst und Tabak. Ja, ist mir egal. So, jetzt sind wir raus. Geschlossen. Osten, das kennen wir auch irgendwo her. Diese neue Mechanik, ne? Naja. Der Anfang fehlt weit, wo das Teil knapp gerade 3 Spaten graben. Ein kühles Grab für einen Soldaten, drüben im Dämmerschein, alles wo im Städtchen wo weint, wo im Kämmerlein irgendwann Mädchen, blüht wohl dein Blümlein rot. Erika. Na super. Hört sie ja immer noch, ne? Das ist sehr unangenehm hier. Was sagt die Uhr? Noch 10 Minuten, dann sind wir für heute fertig. Muss ja eh ein bisschen früher raus morgen wegen. Schlafplätze von mir aus. Norden.
zu. Was haben wir hier? Zwieback. Norden. Ja, danke schön. Was ist denn jetzt los? Ach, das ist das da. Gut, okay. Oh, ich hasse diese Wiederbelebungsplätze. Schlafplätze. Och nee, aber von das kamen wir nicht, oder? Doch, von da kamen wir, oder? Ja, wir kamen von genau da. Ich kotze. Gut, das sollten wir vielleicht nicht hingehen. Wir haben es irgendwann nochmal umgedreht und sind dann... Was ist, wenn wir hier weitergehen? Ne, wir müssen da hoch. Gut. Es gibt sonst nichts. Hier, das ist neu. Schildpappenroboter. Ups. Unteroffizier Algard und ich sind von unseren Leuten beauftragt, von dem guten Dr. Weidmann ein gewisses Ständnis zu bringen. Etwas Abwechslung kann uns ganz recht. Wir haben das Lied von Dr. Eisenbart vorgesungen, haben dem der Doktor Schwinz nicht so gefallen, aber da seine Durchlaucht. Der Leute hat uns auch gleich mit ein paar Extraktionen feinsten Virus belohnt. So lässt sich leben. Wow. So, aber das ist ja alles jetzt nicht. Na. Und hier? Dass sie uns auch Bier und Tabak gestrichen haben. Aha, die Lieblinge. Jawohl. Als Love, klar. Mhm. Ruby, dass unsere Rationen stark reduziert werden. Ja, hat Brot, Zwieback, Dosenfleisch. Ja, gut. So, okay, Zwieback, Dosenfleisch kann man haben. Allein an uns. Jawohl. Wenn wir mehr wie ihn gehabt hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Ich starte da rein. Sie können sich auf mich verlassen. Hallo? Jawohl, Herr Kommandant. Okay. Da bist du ja, Soldat. Ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Aha, das ist ja. Auch wenn du dem großen Saboteur nicht das Handwerk gelegt hast. Aber wir werden uns auch ohne Waffen zu helfen wissen.
Steh bequem, Kamerad. Deine Zuverlässigkeit und dein Ehrgeiz zeichnen dich aus. Mir ist es endlich gelungen, Kontakt zur Heeresführung herzustellen. Allerdings, ich sage dir das nicht gerne, wir sind auf uns allein gestellt. Natürlich. Deserteure und Verräter in der Heimat treiben uns einen Dolch in den Rücken. Sie wollen den Kaiser und die oberste Heeresleitung zur Kapitulation zwingen. Diese Feiglinge haben keine Ahnung, was hier an der Front vor sich geht. Wir werden überrannt. Vielleicht waren es sogar diese Vaterlandsverräter, die all diese Missgeburten gegen uns gehetzt haben, die unsere Gräben verseuchen. Der Feind greift jetzt sogar aus der Luft an. Ausgerechnet. Ein Fiebertraum. Es hasst das Licht. Ich konnte es mit Flakscheinwerfern blenden. Dann hat es mit seinem Schrei einen Kurzschluss ausgelöst. Sicherungen, Kabel, alles ausgebrannt. Ja. Ja, und jetzt? Ja. Sprich, Lieutenant, Oberst. Dieser Feind kennt keine Gnade. Er wird nicht an unseren Grenzen Halt machen. Wenn wir die Waffen strecken, wird er über das Vaterland herfallen. Das schaue ich ja. Weltenbrand. Alles, wofür wir jemals gekämpft haben, wäre verloren. Der Kaiser und die oberste Heeresleitung wissen von uns. Sie zählen auf uns. An Bord meines Flugzeugs befindet sich technisches Gerät. Unter anderem Sicherungen. Na sicher. Auf dem Niemandsland. Stillgestanden, Soldat! Kämpf dich zum Flugzeugwrack im Westen vor. Sichere das Material. Die Sicherung für den Flakscheinwerfer. Blenden wir dieses Ungetüm. Aber nicht heute. Ich gebe dir von dort oben Rückendeckung. Ich sehe mittlerweile wieder sehr klar. Ich werde ein Auge auf dich haben. Wie immer. Und dann... wir ein reinigendes Feuer sein. Wir werden den Feind dahin raffen und uns den Weg nach Hause verdienen. Ohne Schwanken, ohne Zögern. Für die Freiheit und das Vaterland. Ja. Wegtreten, Soldat. Westen. Moment. Ja, kannst du vielleicht aufmachen? Hallo? Schlüssel für Westen? Er hat doch Westen gesagt, wie immer. Ist da jetzt was kaputt oder nicht? Machst du bitte Licht? Tja, und wo ist jetzt der Schlüssel? Was ist... Das verstehe ich nicht. Es ist doch offen. Das Spiel immer weniger. Ich weiß nicht, der Schluss wird langsam ein bisschen anstrengend.
Ach, seid ruhig. Ja, am besten brauche ich einen Schlüssel. Wo kriegen wir denn den Schlüssel her? Hat er auch nicht gesagt, oder? Oder hat er was gesagt? Siehst du mal, ich bin schon so durch. Ich weiß nicht, dass ich genießt habe, ne? Warte mal. Süden. Westen. Da lang. Das ist der Westen. Und dafür braucht man Schlüssel. Und er gibt uns doch den Auftrag. Dann gibt uns auch den Schlüssel. Hallo? Das ist doch alles kaputt. Das ist doch buggy. Die Tür ist von einer Seite verriegelt. Ja, von wegen. Alle Türen gehen auf. Aber wir kommen nicht durch. Das ist definitiv jetzt ein Bug. Ja gut, aber es ist jetzt vorbei. Gut, wir machen nächstes Mal weiter. Ich denke mal, der Bug ist dann auch bald gefixt. Ja. Ich lade meinen letzten Checkpoint. Vielleicht hilft das. Ja. Wenn der jetzt mit Gräben nochmal vorne anfängt. Das war nicht der letzte Checkpoint. Nee, Gott sei Dank nicht. So. Jetzt gucken wir mal, ob das mit den Türen immer noch so ist. Ja, Schlafplätze ist richtig. Das hier ist Osten. Nein, da gehen wir nicht hin. Hätten. Absolut, Herr Kommandant. Ja, er hat das Zeug zum Offizier. Material für meine Flugstaffel. Sie können sich auf mich verlassen. Jawohl, Herr Kommandant. Da bist du, ja, Soldat. Ja. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlasse. Okay, beim nächsten Mal, ne? Ich sag danke fürs Zuschauen. Mach's auf jeden Fall gut. Abo da lassen wäre total toll. Ich mag jetzt nicht mehr. Das Spiel hat mich jetzt ein bisschen angestrengt, ja. Und ja, auf jeden Fall dann ciao.